Einen schönen guten Morgen, meine YouTuber-Fan. Ja, wie jeder kennt, in Thailand, wenn man eine deutsche Wurst kauft, die sind teuer hier teilweise oder nicht den Geschmack wie die Europäer. Genauso wie Kochschinken bekommt man auch nicht hier. Heute habe ich mir mal vorgehabt, mal auszuprobieren, Kochschinken, zwei Variantenarten. Einmal will ich das versuchen mit ein bisschen mit einem Whisky-Geschmack und ein anderer mit ohne Whisky-Geschmack. Und weil ich auch gerne so mal ein Stück Pizza essen möchte und so, man kriegt keine guten Kochschinken hier in Thailand, weil die Geschmäcker immer verschieden sind und die kosten so teuer. Wenn man es alles selbst macht, kostet ein Kilo Schinken höchstens knapp 300 Euro. Das bezahlt ja schon mehr, wenn du einen Laden kaufst. Kostet also schon alleine 200-300 Gramm so viel. Kochschinken ist sehr einfach herzustellen. Man kann das mit Equipment machen. So wie, da braucht man eine Spritze, eine Form. Braucht man ja nicht unbedingt die Form. Man kann das im Vakuum pressen und mit einem Garn, praktisch mit einem Band umwickeln oder mit einem Netz umwickeln, dann hat man auch die Form. Ich habe das Einzige, kann man das mit Salz machen oder mit Nitrosalz. Ich habe da ein bisschen Pökelsalz, das ist ein bisschen besser, weil dann die Farbe ein bisschen hält. Man packt Gewürze rein, wie man es haben möchte und so. Man kocht das erstmal richtig auf, so 10 bis 15 Minuten, dann holt man das raus, lässt man erkalten. Und bevor man es zu kalt ist, soll man so beim Finger, wenn das Finger reinsteckt, das ist noch lauwarm, kann man die Nitrate-Salz dann auflösen oder Pökelsalz. Und dann kann man es zugeben. Ja, und dann tut man das in den Fleisch spritzen, alle 3 cm. Ich stelle mir 3 cm oben und an der Seite rein. Und dann kann man es in einem Vakuum verspeisen. Dann packt man so 3 bis 5 Tage in den Kühlschrank. Jedes Mal, jeden Tag oder jeden. Praktisch, wenn man es morgens macht, abends einmal praktisch umdrehen, ein bisschen massieren, damit das alles reingeht. Morgens das gleiche nochmal. Und das macht man, kann man mit bis 3, 4 Tage, 5 Tage das machen. Und dann muss man das kochen, aber nicht zu heiß. Man soll das ja ziehen lassen. Am besten ist so eine Wassertemperatur 70 und Kerntemperatur zwischen 70, 80 Grad. Das ist, wenn das so bei 70, 65 Grad, dann ist das noch ein bisschen zarter und nicht so durchgekocht, wenn einer ein bisschen so zart rosa haben möchte. Man kann das nicht variieren, man kann das durchkochen. Oder ein bisschen so leicht rötlich, wie man es haben möchte. Ich werde eine Kerntemperatur nehmen von 70 Grad. Und wenn man das erreicht hat, dann muss man es rausnehmen, damit man es nicht weiter gart, kaltes Wasser oder am besten ist das ein Eis kurz rein und dann wieder einen Tag im Kühlschrank legen. Und ich werde es mal ausprobieren mit dem Whisky. Und ich hoffe, das hat ein bisschen anderen Geschmack. Das Alkohol geht ja nachher auch weg, das verdampft und so. Nur der Geschmack bleibt ja auch Geschmack drin. Und da möchte ich ja mal sehen, wie das ist. Ja, ich habe schon Würstchen gemacht. Ich habe schon Fischfrikadellen hier gemacht. Alles wunderbar. Nur ich habe Fischfrikadellen mit gefrorenen Fisch genommen, weil hier kriegt man Filetstücke schlecht und höchstens nur gefroren und dann ein bisschen mehr Wassergehalt drin. Das ist nicht gut gewesen. Aber nächstes Mal werde ich Fisch selbst filetieren, praktisch die Kettfische, die Welse. Das ist ein festes Fleisch. Und dann mal sehen, wie das ist. Frikadellen habe ich auch schon selbst gemacht und so. Wunderbar. Die haben nicht lange gehalten, das waren so ungefähr 40 Stück. Die waren, habe ich einen Teil immer eingefroren, aber jeder nimmt ja eine Frikadelle, weil sie ja gut schmecken. Ja, und da habe ich so ein bisschen Meatball gemacht, das kommt, wenn ich mal Spaghetti mache,
Dann habe ich die kleinen Bällchen, die werden in der Tomatensoße angebraten und so. Schmeckt sehr gut, mögen die Kinder auch gerne. Ja, man kann viel machen. Ich habe feine Wurst gemacht, ich habe die grobe Wurst gemacht. Nächstes Mal würde ich auch Wurst machen mit Whisky. Ein bisschen reinmachen und so mal sehen, wie das schmeckt und so. Man kann alles ausprobieren. In der Wurst kannst du alles reinmachen, was geschmackmäßig ist vom Gewürze. Nur kein Pökelsalz, weil wenn du das grillst oder brätst, dann gibt das krebserregende Stoffe, das ist nicht gut. Ich habe es einmal umgekocht gemacht und ich habe mal gekochte Würstchen gemacht. Wenn ich mal koche, so kurz um 70 Grad, so ungefähr 10 Minuten, dann hast du die Grillzeit kürzer und dann platzen sie auch nicht so schnell. Nur hier kriegt man den Darm, dünne Darm, sehr schlecht. Die sind alle so bei 25 bis 30. Ja, muss ich mal gucken, wenn ich Überlasser da bessere kriege, aber finde ich schlecht. Ich will solche Nürnberger machen, die ganz dünn sind. Da muss ich mal zusehen, dass ich irgendwie Darm kriege. Ich nehme gerne Naturdarm, keine künstliche oder mit Eiweiß und so. Weil ich halte nichts davon. Naturdarm ist mir das Beste. Jetzt warte ich auf meine Wurstpresse schon 2 Wochen. Auch bei Lazada bestellt. Salz kam als erstes, das waren 3 Tage da. Und in 1,5 Wochen kriege ich meine Spritze. Ja, und jetzt sind die Wurstpresse und den Netz warte ich schon seit 2 Wochen. 2 Wochen und 2 Tage. Eine lange Zeit. Tja, ich hoffe, das kommt noch diese Woche. Weil meine Wurst geht auch zu Ende. Und ich wollte gerne eine Wurst machen, so mit ein bisschen Whisky-Geschmack. Ja, und dann will ich meine Räuchertonne wieder selbst bauen oder einen Räucherschrank. Ja, da kommt auch zu wieder ungefähr ein Thermometer wieder mehr kaufen. Ja, ich habe mir gedacht, die sind so billig, die kosten so 500 Baht, so 15 Euro sind sie in Europa billiger. Die kriegst du ja schon für 3, 4 Euro hinterher geschmissen. Die, was man so einbaut und so. Ja. Und Lasser, da kriegt man sie auch nicht günstiger, habe ich gesehen. Verlangen alle schon viel mehr. Ja, dann muss ich mal welche schicken lassen. Ja. Bestellen kann man schlecht, die schicken das nicht hierher. Das ist das Problem, wenn ich hier in Amazon bestelle. Muss ich gucken vom Bekannten. Oder vielleicht sendet mir einer YouTuber das mal zu. 2 Thermostate kann ich gebrauchen für meinen Räucherofen. Ja. Wenn ich das habe, kann ich Salami räuchern. Auch Kochschinken kann man anräuchern. Da werde ich meinen Schinken versuchen zu räuchern. Ich fange alles mit klein an. Und wenn es gut geworden ist, kann man es mehr machen. Tja. Nur mehr, wenn das eine größere Entfernung ist, verschicke ich das nicht, weil Würste kann ich zwar 2 Wasserflasche gefroren reinpacken, aber wenn das ist, hält ja nur einen Tag. Wenn das jetzt über 30 Grad ist, dann ist das auch so ein bisschen blöde, weil Hack wird schnell schlecht. Kriegen sie ja sehr schnell Salmonellen. Genauso wenn man Wurst. Das Einzige, was sich lohnt zu schicken, das ist so Schinken und Salami. Da brauchst du keine Kühlung. Das ist das Gute. Das, wenn ich das hinkriegen würde mit einem Salami, das würde ich schon eher schicken als wie Würstchen und so. Wenn einer so eine Stunde im Umkreis von Korat wohnt, da kann man das wenigstens nochmal vorbeibringen gegen Oberlust. Nur ich mache keine Chemieprodukte rein. Ich kutter das teilweise auch, aber dann kommt da ein Ei rein. Das ist ein Bindemittel, keine Kuttermittel und so. Und dann, um die Flüssigkeit zu haben, da mache ich ein bisschen Milch rein, kein Wasser, das schmeckt sehr gut. Man kann das auch in Joghurt machen oder in Buttermilch. Habe ich auch schon mal ausprobiert, ein bisschen, schmeckt auch sehr gut. Und dann habe ich ein bisschen Maisstärke reingepackt, um erst Binde. Das sind alles Naturprodukte. Und man kann, ich muss mal vieles ausprobieren, was am besten schmeckt und so. Testperson habe ich, das sind meine Kinder und meine Frau. Wenn sie sagen, das schmeckt, dann schmeckt das auch gut. Tja, mit Torten auch, bringt auch sehr gut. Nur ich mache die Kuchen
was hier so in Thailand ist, so alles mit, das ist keine richtige Sahne, das ist so Sahne mit viel Fettgehalt und Butter drin. Und wenn viel Fett ist, kannst du nicht frieren, Sahne kannst du einfrieren. Und das, was du hier kaufen kannst, das billig, kannst du nicht einfrieren. Sahne ist ja teuer, selbst machen lohnt sich nicht, weil es ist ein ganz großen Aufwand wieder. Ich esse gerne manchmal Sahnetorte, so mache ich nur Joghurttorten oder Buttermilchtorten. Mit Gelatine kriegst du ja auch einen Gekauf. Und so. Oder ich mache mal einen Käsekuchen. Ja, das ist das Einzige, was ich gerne essen würde. Ja. Und das würde ich auch dann gerne machen. Wenn ihr es bestellen wollt, bringe ich es gerne vorbei. Es ist keine Chemiezusätze drin, das ist immer das Schöne. Okay, dann wünsche ich einen schönen Tag. Ich freue mich, wenn ich mehr Abonnenten bekomme und so. Und ich werde auch nächstes Mal ein Video reinsetzen von Koch schicken, wie ich das mache. Damit ihr das Beispiel seht, auch nächstes Mal bei den Würstchen werde ich das machen und dann auch bei Fischfrikadellen und so. Damit ihr es auch dann lernt, wie man das in Thailand selbst macht. Und irgendwann, wenn wieder die Mango-Zeit ist, werde ich dann auch Marmelade selbst machen. Weil ich, wenn man es mir kauft, da sind so viele Puder drin, praktisch Bindemittel und so. Und das schmeckt auch nicht gut, weil die Marmelade größtenteils von Thailand kommt, die aus Amerika. Und wenn man deutsche Marmelade hat, dann zahlt man teuer. Auf den Preis kommt nicht an, man isst das eigentlich den ganzen Glas in 2-3 Tage aus. Bei mir hält so ein Glas so knapp 2 Wochen. Wenn ich Aufschnitt habe, esse ich mehr Aufschnitt. Ich mache meinen Frischkäse auch schon selber. Und so viele Produkte, was man selbst machen kann und was einfach ist und so. Und wenn ihr gerne das alles auch haben möchtet, so, wenn ihr in Thailand lebt, kann ich gerne das alles auf dem Video machen. Genau die Beschreibung rein. Nur, dann muss ich ja fragen, wie geht das? Ich mache mein Brot auch schon selber. Ich mache viele Produkte selbst. Und das wird auch getestet von meiner Familie, wenn sie sagen, es ist okay, weil Thai haben einen anderen Geschmack als wie die Europäer. Genauso, wenn ich Cola trinke, ist das ein Unterschied wie in Europa oder wie in Amerika, das habe ich auch festgestellt. In Amerika trinke ich gerne Pepsi, hier in Europa trinke ich gerne Cola. Das ist in Thailand auch. Wenn es wie hier bei McDonald's geht, schmeckt das überall besser. Ein Unterschied, weil in Thailand machen sie immer ein bisschen Chili rein. Besonders auch wenn man mal in KFC geht und was bestellt, das ist immer ein bisschen mit Chili und so. Auch die Cola schmeckt hier ein bisschen anders. Hier kannst du Pepsi oder Cola trinken. Das ist ein kleiner Unterschied als wie in Europa oder wie Amerika. Ja, ich kaufe auch richtigen Bohnenkaffee. Ich habe von Deutschland meinen Kaffeeautomaten hergeholt, weil die mir hier zu teuer sind. Und ich mache nicht so gerne löslichen Kaffee oder Puderzucker, wie Puderkaffee, was gemahlen ist. Ich möchte richtige Bohnenkaffee haben. Ich möchte den Bohnengeschmack haben. Hier kostet so eine Maschine 30.000 bis 40.000. Und ich habe meine mit hier Aufschäumer 350 Euro bezahlt, habe ich hergeschickt. Das wäre auch ein Angebot gewesen, sonst kosten sie 400, 450. Ja, Sonnenbrillen kriege ich auch schon umsonst, so wie die Brille. Ich habe so viel gekriegt von meinem Neffe. Ich bezahle mir den Einkaufpreis, wenn ich eine Sportbrille haben will, von Porsche, zahle ich vielleicht nochmal 80 oder 90 Euro, was 300 im Laden kostet. Da kann man sehen, das ist die Gewinnspanne. Okay, die mussten das Glas auch einarbeiten und so. Sie kriegen auch nur die Gläser wie normale Größe sind und dann müssen sie es auch schleifen und einsetzen können und so einem und dran. Es ist Fummelarbeit, es ist nichts für mich und so. Das ist eine Brille, was ungefähr bei uns in Deutschland 10 Euro kostet. Die kostet hier schon fast 30, 35 Euro. Habe ich gesehen, überall und jedes Jahr werden die Augen auch schlechter und so. Mit 1,5 bin ich angefangen, jetzt bin ich bei 3 in 5 Jahren. Ja. Und
hier kosten die Plastikbrillen sehr teuer und dann so auch die Ray-Ban-Brillen und so, wenn ich die sehe, pui, die sind teuer, die bezahle ich ganz wenig, alles in Einkaufspreis bei meinem Neffe und so. Der ist Augenoptiker, der ist FIA-Leiter und so. Der darf so und so viel bestellen für sich im Jahr, so eine Summe. Und das rentiert sich immer, dass ich immer jedes Jahr neue Sonnenbrillen kriege. Ja, habe eine Harley-Davidson-Brille, die ist ein Arsch teuer für Motorrad. Eine Sonnenbrille, spitzenmäßig. Besser als wie die andere Brillen und so. Die sind sehr gut gemacht mit der Seiten und so. Mit einem Schaumstoffeinlage in der Seite, damit kein Dreck reinkommt. Wunderbar. Habe ich schon 3 Jahre. Nur das Glas ist schon ein kleiner Riss drin und so. Bin ich auch hinterher noch eine neue zu kriegen. Und da habe ich Ray-Ban-Brillen, habe ich eine Porsche, eine Adidas, das sind gute Brillen. Adidas ist auch gut, aber es muss alles gute Polaroid-Glas sein. Und so, da habe ich eine Lesebrille gekriegt mit Sonnen und so, ist sehr gut in Thailand, hat mein Neffe gesagt, das ist gut, wenn es in der Sonne mal liest und so. Ja, da habe ich eine Holzbrille gekriegt, Titanbrille, die sind ganz leicht in Gold. Ja, ich habe so viele Brillen, da kann ich jeden Tag eine aufsetzen. 30 Brillen habe ich mitgekriegt, eine ganze Tüte voll und eine halbe Tüte Sonnenbrillen für die Familie. Ja, da hat meine Frau auch gefreut von Ray-Ban und hier Markendesign, was es alles gibt so. Und die sind an sich gut, aber ich finde mir, die Preise sind ziemlich hoch für die Brillen. Okay, jeder muss was leben. Okay, dann sehen wir uns nächstes Mal, wenn ich jetzt dann die Kochschicken vorbereite, mache ich noch ein Video. Ich hoffe, ich kriege mehr Abonnenten und ich hoffe mehr einen Daumen hoch. Ich hoffe auch mehr Kommentare, was ich gerne mal kochen soll oder so vorbereiten soll, wie ich eine Wurst mache, was kann man alles reinmachen, was braucht man alles, kann ich alles erzählen. Ich habe mir das jetzt nach und nach immer das gekauft und so. Wenn man das alles so kauft, so, da steckt es nachher auch 1000 Euro rein, aber das holt es auch wieder raus. So. Wenn, man was, wenn ich jetzt jeden mal 200 Gramm Kochschicken kaufe für 300, 400 Baht und das schmeckt mir nicht so nach meinem Geschmack, dann heißt das, ist das Geld rausgeschmissen. So kann ich das alles nach meinem Geschmack machen, wie ich das haben will. Bei Kochschicken und Würstchen kann man alles ausprobieren. Dann wünsche ich einen schönen Tag und dann bis nächstes Mal. Auf Wiedersehen. Und ich wünsche einen guten Tag oder einen guten Nacht, wie das Zeit in Europa ist. Bis dann. Ciao.